In diesem Video erkläre ich, wie man die Integrationsvariablen verwendet. Die Funktion phi von x ist das Integral der Funktion f von x' über einen bestimmten Bereich. Das heißt, wir integrieren x' bis zum Wert x. Die Hilfsvariable x' verschwindet dabei. Wir illustrieren das in einer kurzen Anwendung. Wir berechnen das Volumen einer Kugel als Funktion des Radius. Wir schreiben zuerst das Volumen in Kugelkoordinaten. Das Volumen ist abhängig von Phi, Theta und R. Wir haben zusätzlich die Terme Sinus Theta und R Quadrat als Folge der Kugeltransformation. Warum wir diese Terme haben, sehen wir an dieser Grafik, dass wir aus geometrischen Gründen zusätzlich Sinus Theta und zweimal ein R benötigen. Um eine Kugel zu erhalten, müssen wir Phi um den ganzen Äquator integrieren, also von 0 bis 2 Pi. Und in Bezug zu Theta Strich möchten wir von Pol zu Pol integrieren, also von 0 bis Pi. Den Radius können wir frei wählen. Wir möchten es allgemein halten und integrieren von 0 bis R. Jetzt können wir das Integral lösen. Wir sehen, dass das Volumen schlussendlich dann nur noch von R, vom Radius abhängig ist. Eins integriert nach Phi' ergibt Phi'. Und die Grenzen sind von 0 bis 2 Pi. Sinus Theta Strich integriert gibt minus Cosinus Theta Strich, das von 0 bis Pi. Und R Strich im Quadrat integriert gibt R hoch 3 Strich über 3 und das von 0 bis R. Das gibt dann 2 Pi minus 0 mal 1 minus minus 1 mal r hoch 3 über 3 minus 0. Das kann man zusammenfassen als 2 Pi mal 2 mal r hoch 3 über 3 und wir erhalten das bekannte Resultat 4 Pi über 3 mal r hoch 3. Wir sehen, das Volumen der Kugel ist 4 Pi über 3 mal R hoch 3. Zusammenfassend kann man sagen, wir haben über die Integrationsvariablen Phi', Theta' und R' integriert und haben sie über die Integrationsgrenzen eliminiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.